Was ist Gegensätzlichkeit? Gegensätze schließen sich aus. Sie sind schließlich Gegensätze. Die kann man zusammenbringen. Gegensätze ziehen sich an. So ein Quatsch. Entweder es passt oder es passt nicht. Entweder das eine oder das andere. Was dazwischen gibt's nicht, oder? Was ist Gegensätzlichkeit? Brauchen Dinge nicht einen Gegensatz, um Sinn zu ergeben? Ist der Mann nicht nur deshalb Mann, weil es die Frau gibt? Entsteht Harmonie nicht erst dann, wenn auch Disharmonie existiert? Kann man Glück nicht nur dann empfinden, wenn das Gefühl des Unglücks nicht fremd ist? Vielleicht ist das Geschmackssache, vielleicht eine Frage des Alters oder der Einstellung. Wahrscheinlich muss sich die Frage, was ist Gegensätzlichkeit, jeder selbst beantworten. Es gibt kein richtig oder falsch, kein schwarz oder weiß, genau wie bei der Frage, was Kunst sei. Niemand kann sie beantworten. Und doch weiß jeder eine Antwort darauf. Für mich sind Gegensätze kein Ausschlusskriterium, sondern der Kern meiner Arbeit. Widersprüche müssen nicht widersprüchlich bleiben. Sie können ineinander fließen, verschmelzen und so völlig neue Perspektiven eröffnen. Scheinbare Gegensätzlichkeiten können Vielfalt bedeuten, egal ob in Kunst, Kultur oder Musik, und sie können lehren, die Welt nicht nur aus einem einzigen Blickwinkel zu sehen.